Willkommen zurück. Hallo. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Folge nicht beende. Hä? War das tatsächlich gerade Folgengängen? Ja, du hast gerade die Folge beendet. Die letzte. Okay. Ich hab's einfach mal bei Wort genommen. Wir können nicht. Also, irgendwas habe ich gerade verstanden, was eh nicht war, ja. Ja, das an. So repariert man Sachen. Man schießt Energiestrahlen drauf. Ja. Das kann ich auch. Helf mir mal. Die automatische Zielerfassung ist durcheinander. Ich kann das zentrale. So, dann sieht's aus, als würde ich mitmachen. Alter Schild. Boah, was ist denn hier los? Ja, mich würde echt mal interessieren, wie viele das jetzt waren. 26. Das ist ja eine viel zu große Zahl. Ich hätte eher gesagt so 5. Da hättest du gut ein schwarzes Loch reinmachen können, dann wären es vielleicht die 30 geworden. Ja, da ist jetzt auch ein schwarz. Ne, gar nicht, das, da kommen die. Sieht aber echt so ähnlich aus, wenn die Hydras da rauskommen, ne? Wahrscheinlich jetzt auch nicht gezählt, weil die wahrscheinlich die beste Chance habe ich im Portal. Das stimmt. Weil die sind ja schon alle verletzt worden hier. Durch euch. Ja, das ist ja egal. Du sollst sie ja nicht töten. Da sollen bloß 30 Stück in deinem schwarzen Loch drin sein. Ich hab ja gerade gesehen, dass da 6 Würmer praktisch direkt nebeneinander gekommen sind. Ja. Und ich habe da schön so ein Erdbeben drauf gemacht. Oder so ein Erdrutsch heißt das ja. Ah. Das Ding hat sich mal gelohnt. Cool, da waren 2 Drohnen aus Stargate. Was? Zwei Drohnen aus Stargate. Was für Drohnen, ne? Ja, diese Drohnen von Atlantis. Ach so. Flogen da gerade hinterher. Können wir mal bitte durchgehen? Danke. Hallo, Hilfe! Au, was? Gesundheit! Alter! Ich habe jetzt schon einen echten Tinnitus, aber jetzt habe ich wirklich einen. Ah, war das laut. Kannst du nicht wenigstens vorwarnen, wenn du ins Mikrofon rennst? Das war etwas überraschend. Aber ich dachte, ich nicht so laut. Man hört du dich bist nicht mehr. Immer noch leise. Das war so laut. Ist die nächsten Folgen noch zu leise? Ja. Tja, wir wurden gerade mit 50 Dezibel angeschrien. Ja, das war lauter. Also Nisa kann schon über 100 Dezibel werden. Ja, das war bestimmt zu laut, sehr laut. Oh, das dauert ja Ewigkeiten, ja.
Ach, die Schöpfung zu retten ist schon echt ein Knochenjob, ne? Yeah, zwei schwarze Löcher auf irgendwie ein Stück Austeil. Das hat sich echt gelohnt. Zwei schwarze Löcher auf irgendwie so ein Teil, was man mit einem Hieb zerstört. Eine Truhe. Rene, was? Hä? Ist gar nicht mal so schlecht, das nehme ich mal. Ich muss ja dran denken, ich habe ja keine Set-Gegenstände oder Legendäre an, außer zwei. Na gut, vier. Und der Rest ist dafür dann halt gelb. Und es gibt immer gutes gelbes Zeug. Ja. Oh. Ist euch mal aufgefallen, dass hier Hammer die fetten Dämonen an der Seite sind? Nö. Was hier an der Seite? Ja, hier, wo ich gerade stehe. Ist immer noch leise. Ach so, ja, doch, das ist mir schon aufgefallen, ja. Oder der hier, ne? Ja. Ja gut, das ist ja der Belagerungsbrecher da. Ja, da haben die bestimmt mehrere von gehabt. Aber hier ist auch noch eine Hand. Eine Hand? Eine Hand habe ich in der Tasche. Oh ja, wow. Das Viech muss groß gewesen sein. Oh, da habe ich schon größere Hände gesehen. Ja, ich auch, aber ich würde gerne den Dämon sehen, zu dem dieser Arm da gehört. Also von dem bleibt auch nicht viel übrig. Huch, hier ist ein Trank. Legendärer Trank. Cool. Ein Gegner, der eigentlich tot ist, aber seine Animation ist noch eingefroren und bleibt aktiv. Das ist ja der coolste Trank, den ich je bis jetzt gesehen habe. Was kann der? Der macht noch zusätzlich zu den 60% sofort, macht der 99.000 Leben über 5 Sekunden extra dazu. So, den hatte ich auch schon mal gehabt. Obwohl 99.000 ist ja echt nicht viel. Obwohl im Moment ist das immer ein Achtel von meinem Leben. Obwohl der, wo die Gegner fliehen, ist irgendwie auch cool in Verbindung mit dem einen Ring. Dass sie dann irgendwie explodieren. Explodieren die, wenn sie fliegen? Ne, wenn du deren tötest, wenn sie fliegen, oder nicht? Ja, genau. Wenn du die Fliegenden tötest, dann explodieren die. Und die in der Nähe sind, die würden dann auch fliegen. Ich hab das mal ausprobiert, aber ich weiß nicht, ob mein Faktor da nicht gut genug für die Gegner war, oder ob das dann einfach im Allgemeinen auch unpraktisch ist, aber die sind zu weit weggelaufen, als dass sie dann noch irgendwie hätten lustig sein können. Schnell kam ich nicht hinterher. Ach ja, nochmal so eine fette Hand. Hier ist ein versteinertes Wesen. Wo? Hier, wo ich gerade stehe. Irgendwie. Das ist irgend so eine Fratze im Fels. Hier. Ah, ja. Ja, das schien irgendwie so eine Art Drachen zu sein, oder? Zumindest so eine fliegende Viecher, ne?
Ah. Ups. Kommt nur mir das so vor, da sind wir ja schon fast genauso lange wie der Name von dem Gebiet hier ja so denken lässt. Das kommt nicht nur dir so vor. Und hier ist noch irgendwas anderes, wo was man überhaupt nichts damit zu tun hat, wo wir einen Pinsel. Hä? Wir noch länger hier bleiben. Der ist in der Luft stehen geblieben. Ja, habe ich auch gesehen. Wenn es ihm da bequemer ist. Ja. Das war alles? Das ganze Ding für diese zwei Pestdrohnen hier? Ja. Er war mit uns. Es war auch so, dass der Zeitpunkt, wo es das beste Zeug gab. Ich glaube, es gibt jetzt nichts Besseres mehr. Was gibt's nichts Besseres? Zeug. Warum nicht? Boah, die Dropchance ist anscheinend zum Sterben gering.
Malta-Mehl. Oh, wie geil. Malta-Mehl. Der Mehl mit etwas drin. Der Mehl. Ja, mit Wahnsinn, ne? Kaufen Sie jetzt Malta-Mehl oder halten Sie 10 Seriositätspunkte dazu? Wahnsinnig, das ist viel zu viel. Ja, stimmt. 2 Seriositätspunkte. Ja. Spürt die Haken. Was ist ein Haken in der Sache? Soll ich dich dann vorbereiten? Das schlägt mich jedes Mal. Das schlägt ein wie eine Bombe. Bam! Zack. Das Loch hat sich ausgepackt. Okay. Stadt. Okay. Warum? Kann man ja auch direkt so machen, ja. Das stimmt. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich mache tatsächlich das Portal. Was jetzt, oder? Ich mache jetzt ein Portal, ja. So. Geht schneller. Lass mich doch durch. Hoch. Ursprungsinsprut. Die besten Färbemittel in Westmark, hier bei mir. Die besten Färbemittel in Westmark? Okay, du hast gar keine Färbemittel. Nun, dein Wunsch hat sich... Ihr geht mal wieder viel zu schnell. Was ist so schnell? Geht viel zu schnell, jetzt habe ich das Beste verpasst. Und zwar? Oh, das Haufen Gold, was hier hinten liegt. Gold? Isendre? Seid ihr es wirklich? Mentorin, ich habe euch vermisst. Ich benötige Hilfe, um Maltael besiegen zu können. In seinem derzeitigen Zustand kann ich ihm nichts anhaben. Ihr habt in meiner Abwesenheit viel gelernt. Offenbar selbst Demut. Oft sehne ich mich nach den Tagen zurück, als wir gemeinsam die Magie... Hä? Okay. Oh. Psst. Hä? Nephalem. Der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Ich denke jedes Mal, das ist ein neues Video. Kommt immer plötzlich ein Video und man denkt, das ist neu. Ja. Überflutender Schädelspalter der Himmel. Ah. Geil, jetzt sind mir schon die Gegner egal. Ich wollte nämlich dran vorbeilaufen. Die bringen mir doch nichts. Der war aber wagemutig.
Oh, und zwar ein Schwert. Oh, das kenne ich. Ihr Großvater? Schwarzwache. 3500 Schaden. Und ein Socken. Ja, und mit einer extrem langsamen Angriffsgeschwindigkeit wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Kannst du dir mal angucken. Ja, 1,15. Meiner hat jetzt ein. Aber es, der ist, dann Ding ist generell 20% schlechter. Ah, okay. Ja, selbst wenn man die Attribute da austauscht, dürfte das noch deutlich schlechter sein. Hey, cool, ich habe 77 Stärke und 77 Geschick. Ja, ich habe 77 Geschick und 77 Intelligenz. 77 ist anscheinend der Grundwert, den man hat. 171.186 Schaden. Ihr Wichtelein, komm mit, du komm mit doch all. Steigt aus euren Gräben der Erde fortan. Reckt eure dünnen Ärmchen unseren Körpern entgegen. Wir hauen euch ins Verheil mit unseren Degen. Täglich eine Stichwaffe? Eigentlich ja. Aber das reimt jetzt gerade. Aber abgesehen davon, falsche Jahreszeit. Aber wir können auch mit dem Degen in zwei hauen. Das ist normalerweise wird es anders benutzt, aber wir können es auch besser. Genau, zu der Ordnung, Fußruder. Vielleicht wird ja genau, vielleicht wird sogar der Degen in zwei. Die ganzen Leute, die alle mit hier diesen Degenkampf machen und so, die haben alle keine Ahnung. Die nutzen das nicht alle falsch. Ja, das glaube ich auch. Ich würde das an der Spitze halten und dann den Knauf auf den Kopf vom Gegner. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Na, so wird eine Stich zu einer Wuchtwaffe. Das ist nur schnittsichere Handschuhe. Kennst du das? Das ist Stich. Ja. Aber das war ja kein Degen. Nee. War ein Brotmesser. Ein Brotmesser? Ein Brotmesser? Ja. Ein blaues Brotmesser. Für den Hobbit ist es ein Langschwert, für uns ist es ein Brotmesser. Ja. Ja, stimmt, für Barbaren ist ein Schwert ein Brotmesser. Du brauchst Arkankraft, dann geh zu Lille. Da gibt's gerade welche im Angebot. Oder zu Aldi, da geht auch Zeus hin. Diese Scheiße haben wir auch schon gesehen. Ja. Was? Zeus geht zu Aldi? Ja, im Kino wird jetzt jedes Mal abgespielt, dass... Schön. Dass hier Zeus so auf Olymp hat eine Party. Und er sieht, also das ist richtig ranzig, ne? Also so richtig assig gemacht. Und dann ja, geht irgendwie die Musik aus und dann ist da so ein Typ im Anzug, der da überhaupt nicht reinpasst und das ist dann halt der Buchhalter und dann meint so, ja, wir haben einfach nicht das Geld dafür. Meint er so, ja, auch die Leute auf der Erde feiern Party wie diese und dann meint er so, ja, aber die haben Aldi. Und dann, ja, ich muss mir dieses Aldi mal angucken und dann geht er halt zu Aldi und kauft da ein und dann geht das plötzlich weiter. Ja. Und nicht schlecht. Aber,
Aber allein der Stil, in dem das gemacht ist, das ist... Ah. Oh. Ne. Ihr müsst das Leid mit mir teilen, warte mal. Das ist jetzt nicht gerade im Chat gepostet, oder? Du wirst das jetzt wohl nicht gerade anmachen hier. Noch nicht. Noch nicht, na toll. Leute, Volume-Warnung, Volume-Wartung. Es könnte Probleme geben, wenn er das jetzt hier abspielt. So, jetzt könnt ihr das euch angucken. Okay. Aha. Bin ich wieder wach. Und ich sag, hey, töten wir mal Teil. Der kommt jetzt in die Hölle. Weiter weiß ich nicht. Kommen Engel in die Hölle, wenn sie sterben? Ich glaube nicht, das würde ja keinen Sinn machen. Ja. Ist die Frage, wo kommt Maltael hin? Er löst sich auf und wird dann wiedergeboren oder so. Wahrscheinlich. Diablo 4. Maltael's Reborn. Rebirth heißt das denn, oder? Oder, ja. oder Revenge of Maltael. Oder Malta Reborn, kannst du ja auch sagen. Das ist halt nicht seine Geburt, sondern er ist dann halt wiedergeboren. Hm? Nicht seine Wiedergeburt, sondern wiedergeboren, so rum. Wiedergeboren und wieder verloren. Kann Sinn ergeben.